Hallo Leute, mein Name ist Erborg und heute spielen wir zusammen das Spiel CapTive. Das wurde mir vorgeschlagen, irgendwie, als ich auf der Webseite unterwegs war und ich wurde nicht wirklich schlau aus der Beschreibung, aber das sah richtig nice aus, das Thumbnail, und deswegen joine ich jetzt einfach mal hier direkt in das Spiel rein, ohne euch was dazu zu sagen, weil ich selber nicht weiß, was abgeht und mir die Beschreibung nichts gesagt hat. Hier steht, meine Player-Card habe ich hier irgendwie links, ich habe gewonnene Spiele 0, Server gehackt 0 und Players, Spieler eingefroren 0, also was bedeutet das, okay? Und hier oben ist auch ganz komisch, hier ist dieser Chat, aber da sind auch andere Symbole, da habe ich noch gar nicht drauf geklickt. Möchtest du Increase Beast Chance? Hey, abbrechen. Ich weiß ja noch gar nicht, was das bedeutet, aber 15 ist ganz günstig. Könnte man sich mal merken, was ist hier für ein Plus? Hier ist der Shop, okay. Ich weiß gar nicht, worüber das Spiel handelt, Leute. Was soll ich hier shoppen? Aber hier ist ein schöner Weihnachtsbaum am Start. Wir hatten ja gerade Weihnachten. Die Weihnachtszeit war ja oder ist ja immer noch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Sagt mir mal Bescheid in den Kommentaren, was ihr so gekriegt habt. Seid ihr zufrieden? Das Wichtigste ist ja eigentlich immer, dass man mit der Familie zusammensitzt. So, Controls, PC, Xbox, Shift, Shift, da kann nämlich, ich habe einen Hammer auf dem Rücken, Leute, ich habe einen Hammer auf dem Rücken. WTF, okay, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Interact mit E und Ability, meine Spezialfähigkeit, mit Q. Let's go, würde ich sagen. Ist das hier wieder ein Dungeon? Ist das hier wieder so ein Dungeon-Spiel wie am Montag? Okay, School, Lab, Museum. Museum kennen wir ja alle von Jailbreak, Leute. Museum kennen wir ja alle von Jailbreak. Museum ist ziemlich nice. Ach, hier kann man train. Okay, das hier ist nur die Lobby, Leute. Das hier ist nur die Lobby. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Gut, hier kann ich ja wahrscheinlich... Oh, hier kann ich tatsächlich doch reinspringen. Okay, let's go, let's go. Hier ist ein Geschenk, bringt mir nichts. VIP Game Pass, Double Cash, bla bla, bla 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 bla. Okay, dann würde ich sagen, let's go hier, let's go. Dann machen wir das Museum. Das Museum sieht gruselig aus. Wir machen das Museum, Leute, wir machen das Museum. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, komm her, Chris. Chris, komm her. Okay, Chris möchte ein bisschen traden. Aber okay. Nee, er möchte um Kreis rennen. Auch cool. Auch cool. Map Selection. Hier steht sogar Map Selection. Map Selection. Komm her, Chris. Komm her, let's go. Let's go. Okay, er hat keine Lust. Aber das ist auch okay. Dann warte ich nochmal eben eine Minute. Bis gleich. Okay, Leute. So, es geht in 5 Sekunden los. 4, 3, 2, 1. Go. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Game over. Und erstmal schön Game over. Ich bin doch gar nicht Game over. Ich bin doch gar nicht Game over. Was? Was möchtest du? Was möchtest du? Intermission. Ah, okay. Das Spiel, was gerade lief. Okay, das ist immer so rundenbasiert. Okay, okay. Jetzt verstehe ich das. Das ist zu Ende und jetzt sind wir bei Intermission an der Gänge. Okay, jetzt warten wir einmal eine kurze Zeit. Okay, okay. Dann stelle ich mich hier nochmal entspannt hin und warte nochmal eine Runde. Okay, Leute, jetzt geht's sofort los. 5, 4, 3, 2, 1 und let's go. Wir starten, Leute, wir starten. Oh mein Gott. Die Map, die gechoosed wurde, war aber Lab. Nein, jetzt werden wir teleportiert. Ich war für Museum. Och, Mann. Naja, dann gehen wir jetzt mal ins Labor. Ich bin der Survivor. Stay away from the beast. Hectic. Okay, ich muss vor einem Monster, muss mich vor einem Monster verstecken und irgendwie einen Computer hacken. Oh, wir sind... Das sieht aber mehr aus wie ein Krankenhaus. Und da sind Computer, Leute, da sind Computer. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mit Q habe ich eine Spezialfähigkeit. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber okay, let's go, let's go, let's go. Hier sind Knöpfe, hier sind Knöpfe. Ich weiß nicht, was das bringt. Wir sind 4 Spieler. Und die anderen, die sind... Einer ist auch auf Level 1, einer hat auch... Okay, ich stehe ganz oben, aber Origin steht ganz oben. Hier ist ein Computer, der ist so auffällig. Muss ich da irgendwas... Hack-Computer. Ich bin Hackerman, Leute, ich bin Hackerman. Hacker, 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 Hacker. Ich hacke hier alles. Es läuft der Hack. Was muss ich machen? Okay. Nochmal versuchen. Was muss ich da machen? Wie? Was kommt hier? Warum ist das rot? Da kommt jemand, Oha. Okay. Greift er mich an? Oha. Der greift mich an. Oha. Leute, der ist... Leute, let's go, let's go. Let's go, schnell rennen. Oha, wo bin ich? Der kennt die Map wahrscheinlich auswendig. Wie kann ich die Tür aufmachen? Okay, ich weiß nicht, wie es geht. Jetzt bin ich lost, Leute, Jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich bin hier im geheimen Hackerraum. Oh, jetzt kommt gleich der mit der Waffe. Der kommt hier gleich. Der mit dem Hammer. Der kommt hier gleich. Der hat den einen down gemacht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann ich hier irgendwie geheim durchgucken? Nee.
Der wartet hier auf mich, Leute. Ich sag's euch. Der wartet hier auf mich, Leute. Der wartet hier auf mich. Ich sag's euch. Ich weiß gar nicht, wo ich vorhin war. Ich renne einfach schnell irgendwo hin. Okay, hier geht's. Man kann nicht durch die Türen. Okay, wenn Türen nicht offen sind, dann hat man verloren. So, was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Einer wurde gefangen. Ich glaube, ich bin nur noch alleine. Hier geht's nicht. Ich glaube, man muss das hacken, damit die Türen hier aufgehen. Man muss das, glaube ich, hacken, damit die Türen hier aufgehen. Leute. Wo bin ich jetzt hier? Was ist das denn, Leute? Was ist das für ein Spiel? Und da hinten ist irgendwas. Was ist das? Oh mein Gott. Aber die Map sieht nice aus. Jetzt ist der Typ gleich wieder. Ich sag's euch. Der mit dem Hammer, der ist hier gleich wieder. Ich hab Schiss. Was ist hier denn? Oh, hier ist echt ein Labor. Okay, hier brennt irgendwas. Okay, der wurde der gerade eben nicht schon mal gecaptured? Leute. Okay, let's go. Ich weiß nicht, was das Q bedeutet, was das für meine Spezialfähigkeit ist. Also ich weiß, das ist eine Spezialfähigkeit. Minecraft-Player, bla bla, habe ich nicht gehört. Habe ich nicht gelesen. Habe ich nicht gehört, sag ich schon. Okay, hier war ich vorhin schon mal drin, ne? Dann muss ich jetzt links. Ich kam vorhin anscheinend von hier irgendwo. Oh Mann, Leute. Okay, da ist jemand. Let's go, Leute. Hackte Computer. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich muss den Computer hacken, Leute. So, was muss ich jetzt machen? Ich check's nicht, Leute. Wie kann ich den Computer hacken? Need help? Aha, okay. Ich check's nicht, Leute. Gleich kommt der Typ wieder. Okay. Ah! Ich glaube jetzt, man muss E drücken, wenn der Strich im grünen Bereich ist. Nein. Okay, ich habe das Spiel verstanden, Leute. Let's go. Neuer Versuch. Ach, und der Balken geht immer höher. Okay. Vielleicht schaffe ich das ja sogar, bevor der Typ kommt. So, geschafft. Und. Oh, das ist so spannend, Leute. Nochmal geschafft, Leute. Und ich sehe es kommen. Der Typ kommt gleich. Ich habe ein Geräusch gehört. Einmal muss ich noch, glaube ich. So, geschafft. Und, let's go. Ich habe den Computer gehackt. Ist hier ein Geschenk? Ich habe ein Geschenk. Ja, nice. Okay, jetzt Bruder muss los, aber muss aber ganz schnell los hier. Und let's go. Erstmal hier abhauen. Oh, wo bin ich denn? Was war das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Bin ich jetzt hier unten gefangen? Leute, ich bin jetzt hier unten gefangen. Wenn der Typ jetzt kommt, dann war es das für mich. Ah ne, hier ist eine Leiter. Oh Leute, was? Hier sind auch Computer. Aber die kann ich nicht hacken. Leute, was ist das für ein nice Spiel? Oh, da ist ein Geschenk. Oh, da ist was unten. Was ich einsammeln muss, wahrscheinlich. Das sieht so aus, als müsste man da noch irgendwas machen. Was ist das hier? Okay, das ist vielleicht der Spawn von dem Bösen. Da hinten ist ein Computer. Den müssen wir hacken, Leute. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Ich sehe gerade, da läuft Zeit ab, Leute. Okay. Wir sind jetzt noch vier Spieler, ne? Okay. Da ist auch ein Computer. Let's go. War das nicht der, den wir gerade gehackt haben? Nee, okay, der ist auf grün. Oh Leute, was ist das für ein Geräusch? Wenn jetzt der kommt, dann bin ich lost. Okay. Okay, Leute. Aber wo ist der Typ mit seinem Hammer? Da ist jemand. Ich will den ja nicht heraufbeschwören, ne? Aber hier ist jemand. Ich will den ja nicht heraufbeschwören, ne? Ich renne einfach. Einfach rennen. Okay, hier ist wieder was. Let's go, Leute. Let's go. Okay, jetzt ist man wieder im Flur. Mann. Die Leute, die... Was ist... Oh mein Gott, Leute. Was ist hier denn? Was? Die Map ist richtig gut gemacht. Das ganze Spiel ist voll gut gemacht. Das hat richtig... Die Grafik ist high quality. Oh, das ist ein Geschenk. Und das, man hat trotzdem dieses Spannungsding. Das ist... Weißt du, das ist... Oder wisst ihr, das ist wie bei Murder Mystery. So, dass man irgendwie Angst vor jemandem hat, aber... Das ist halt ein anderes Spielprinzip, aber trotzdem irgendwie... Hier ist ein Computer. Den müssen wir hacken. So, Leute, den müssen wir hacken. Okay, wenn der jetzt hochkommt, dann habe ich keine andere Möglichkeit, außer durchs Fenster zu rennen. Da, wo der reinkommt. Da, wo er reinkommt, muss ich dann rausrennen. Oha, Leute. Das würde richtig knapp werden. Ich weiß auch nicht, was meine Spezialfähigkeit bringt. Oh Mann, Leute.
Let's go, let's go, let's go. Das ist spannend. Aber ich schaffe das gerade die ganze Zeit, den Computer richtig zu hacken. Ich schaffe das gerade die ganze Zeit, richtig den Computer zu hacken. Und ich höre die ganze Zeit Störgeräusche von den anderen. Das heißt, die anderen schaffen das nicht. Und dann rennt der andere hoffentlich, rennt der mit dem Hammer hoffentlich zu den Leuten hin, die das nicht schaffen. Und dann ist er erstmal nicht bei mir. Und ich habe ja auch gerade, sag ich mal, so eine schwierige Position, wo, ja, wo er sich vielleicht gar nicht hintraut, hinzugehen dann mit dem Hammer. Weil ich weiß gar nicht, was meine Spezialfähigkeit bringt. Vielleicht würde sie ihn ja auch schaden. Vielleicht greift die ihn ja auch an. Das weiß ich ja gar nicht. Und vielleicht kommt er deswegen nicht her. Ich glaube, einmal muss ich noch hacken, einmal müsste ich wahrscheinlich noch, ja. So, einmal habe ich noch und let's go, jetzt habe ich gehackt. Jetzt, oh, bitte, 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 und. Ja, ich habe Warfall gehackt. Servers down, find the exit and escape. Oh Leute, jetzt ganz schnell, wir haben alle Server gehackt. Und hier ist eine Leiter, von da bin ich ja gekommen. Hier muss ich nicht hoch, hier muss ich nicht, da war irgendwo ein Loch, Leute. Da war das Loch, da ist das Loch, da ist das Loch. Leute, jetzt muss ich den Exit finden. Ich hab mir nicht gemerkt, wo das ist. Das war da, das war da, da, da. Let's go, let's go, let's go. Und der Killer, der rennt da jetzt bestimmt auch hin. Der hat bestimmt auch das Symbol. Der weiß das jetzt bestimmt auch, dass wir da jetzt alle hinwollen. Nein, nein, nein. Und das ist wahrscheinlich ein Profi, der sich richtig gut auskennt. Oh mein Gott, Leute. Das Spiel kann ich euch richtig empfehlen, ey. Das macht richtig Bock. Das macht. Oh, da ist auch ein Symbol. Hä, ist das jetzt. Nein! Was war das für ein Geräusch? Minecraft Player Escape. Einer ist entkommen. Oh, oha. Oh, der nächste ist entkommen. Mist, Mist, Mist. Jetzt zählt er gleich nur noch auf mich ab. Jetzt zählt er gleich nur noch auf mich ab. Leute, ich hab Schiss. Ich hab Schiss. Ich hab Schiss. Gleich nach links. Gleich nach links. Das Symbol ist noch da. Das Symbol ist noch da. Okay, let's go, let's go. Da ist er. Da ist er mit dem Hammer. Da ist er mit dem Hammer. Und ich werde sterben. Ich werde sterben. Und ich werde sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Ja, ich bin entkommen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Respekt. Das Spiel ist echt nice. Das Spiel ist echt nice. Hä, was mache ich da denn? Leute, ich bugge im Boden. Ich bugge im Boden. Okay. Oh, das Spiel ist nice, Leute. Das Spiel ist nice, Leute. Das Spiel ist richtig nice. Das Spiel ist nice, Leute. Das kann ich euch empfehlen. Das ist ein richtig. Das können wir auch mal im Livestream spielen. Also. Oh, Game Over. 15161. Was heißt das? XP earned. Ich habe die meisten XP. Ich habe die meisten XP gesammelt. Ehre. Ich habe jetzt 64 Dollar, okay, let's go, wir gehen einfach mal in Trading, gehen wir einfach einmal rein, wollen wir mal gucken, was da, Level 5 required, okay, Level 5 required, okay, das dauert dann anscheinend noch, bis ich da reinkomme, aber das Spiel ist richtig hochqualitativ, Leute, das ist richtig hochqualitativ, was ist denn hier um die Ecke, schade, da ist nichts mehr, Leute, also, weiß nicht, ich bin gerade irgendwie voll verwundert, dass ich das Spiel noch nicht kannte, aber das wurde mir ja Gott sei Dank vorgeschlagen von Roblox selbst. Nice, ey. So, aber ich starte jetzt keine neue Runde. Ey, warte. Ich glaube, wir werden teleportiert, aber ich wollte jetzt eigentlich die Verabschiedung machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach... Ja, gut, jetzt machen wir die Verabschiedung so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich für neue Spiele spielen soll. Also solche Spiele hier, wenn ihr sowas kennt, noch so ein Spiel, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann zocke ich das auch. Also das macht mir gerade irgendwie mega Bock. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schöne Ferien wünsche ich euch noch. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht, ob ihr davor jetzt noch ein anderes Video von mir seht, aber falls so doppelten Rutsch kann man ja mal wünschen und hoffentlich genießt ihr die Feiertage noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.